Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Samstag. Es ist 14 Uhr, es ist Zeit für eine weitere Ausgabe hier aus Nordfriesland. Mit mir, mit dem Andy hier im Milliardenprojekt. Und ja, wir haben ja versucht, in der letzten Folge so ein bisschen Paletten hier abzuladen, aber das hat irgendwie sehr suboptimal geklappt. Muss ich doch mal so feststellen. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt geht's aber doch ganz gut. Komischerweise auf einmal. So, jetzt sollte hier langsam mal ein bisschen was abgeladen sein. Da ist aber noch nicht voll. Zumindest mal sieht es nicht voll aus. Hey, was ist denn das, hey? Eieieiei, jetzt aber mal hier ein bisschen umgelagert hier. Bisschen umgelagert. So haben wir jetzt hier alles. Ja, da hinten fehlen noch ein paar. Da hinten fehlen noch ein paar. So. Jetzt sollte aber eigentlich alles hier mal da sein, wo es sein sollte. Hoffe ich zumindest mal. So, dann fahren wir jetzt mal weiter zur Pelletsproduktion. Die ist ja da hinten. Wollen wir da auch mal auffüllen. Die Palettchens hier. Aber auch hier brauchen wir ein paar. Hoffentlich fliegen die jetzt hier runter. Hallo. So, sehr schön. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter hier rüber fahren. Der Trigger ist ein bisschen nah hier am Gebäude hier. Sollte es aber gleich haben. Gut. Sollte jetzt voll sein. So. Einmal. Oh. Einmal hier rein. So, einmal hier über den Trigger bitte. Dann laden wir hier mal ein bisschen Paletten aus. Hä? Warum nimmt ihr die eine da nicht? Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Oh, wieder über den LKW gesprungen und jetzt. Oh. So, ein bisschen die Geschwindigkeit hier reduzieren, dann können wir ja vielleicht richtig hier drauf. So, einmal Ditte. Oh, das ist ja wieder toll gelaufen, ja. So. Sehr schön. Also haben wir ja auch schon mal ein bisschen Paletten hingebracht. Aber hier muss noch einiges hin. Sollen wir nochmal wiederkommen. Wir brauchen hier definitiv noch mehr Papier. Wir brauchen hier noch mehr Kartonpalette. Also hier fehlt noch einiges. Aber naja, gut. So, nehmen wir ja schon mal wieder ein paar Paletten mit, damit wir hier nicht ganz umsonst gewesen sind. Können wir auch nochmal am Hof vorbeifahren. Vielleicht können wir noch da noch die eine oder andere Eierpalette und Honigpalette und ach, keine Ahnung, was für Paletten hier noch aufladen. Also hier ist auf jeden Fall genügend Material drin für
die nächste Zeit. Würde ich mal so behaupten. So, dann haben wir also hier 8 Paletten davon und dann haben wir noch 2 Paletten hier Stroh. Sehr schön. Hä? Warum hat er die jetzt nicht ausgelagert? Strohverlagert? Ja, die lagert er nicht aus. Keine Ahnung, muss ich gucken, woran das liegt. Das wundert mich da jetzt ein bisschen, aber egal. So. Haben wir schon mal 8 Paletten davon. Wenn wir jetzt hier oben sind, jetzt wollen wir gerade ganz kurz mal überlegen, mal ein bisschen innehalten. Wenn wir jetzt hier links fahren, nächste rechts, dann müssen wir doch eigentlich an den Obstplantagen vorbeikommen. Ich kann mir da auch noch ein paar Honigpaletten mitnehmen. Wäre auch nicht schlecht. Nur mal so als Gedanke so. Gesundheit, danke. So. Ach, endlich eine Kalle. Hat hier Gänsehaut. Ja, die Mitteilung wird auch noch bis zum Ende der Folge da permanent oben eingeblendet. Hä? Kann es sein, dass ich jetzt hier ein bisschen falsch bin? Ja, ich bin ja irgendwie ein bisschen falsch. Ich glaube, ich muss nochmal hier hochfahren. Irgendwie habe ich mir jetzt, glaube ich, gerade vertan. Ich hier bin. Das heißt, wir müssen mal eben hier hochfahren. Oh, guck mal da, da sind auch schon die Bäumchen zu wachsen. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh. So, fahren wir eben schnell hier runter. Ich glaube, jetzt kommen wir mal dahin, wo ich hin wollte. Da sehe ich doch schon die Plantagen, die Obstbäumchen. Ich kann da noch ein bisschen Honig mitnehmen. Ein bisschen Honig. Ja, mal nicht schlecht. Weiß gar nicht, haben wir schon Honig verkauft? Nö, ne? Honig haben wir gar nicht verkauft. So. Wollen wir mal hier gucken, ob wir dann hier die eine oder andere Honigpalette jetzt hier mal rausbekommen. Oh ja, Wahnsinn. Eine ganze Honigpalette. Freunde, eine ganze Honigpalette da. Irre, oder? Eine ganze Honigpalette. Können wir 25 Apfelpaletten hier rausholen. Aber sonst nichts. Oh Gott. So, okay. So. Aber schon mal gut, da wir hier gewesen sind. So, Bienen und hier haben wir Honig, eine Palette, danke. So, wollen wir mal gucken, wie viele Paletten haben wir denn hier? Oh, hier haben wir 0 Honigpaletten. Ja, Alter, hier fehlt ja was. Hier fehlt ja was. So, wie viele Paletten passen hier noch drauf? Wollen wir gerade gucken. Ich würde mal sagen 6. Nehmen wir auch noch hier 6 Paletten. Kirschen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, danke. Ja, genau das ist das, was ich nicht wollte. Der jetzt speichert. So. Haben wir hier zurück. Bitteschön, dankeschön.
habe jetzt irgendwo gesehen, man kann das sogar einstellen, dass Produktion je nach Lage, also ne, Sommer, Herbst und Winter, mehr oder weniger produzieren. Ich sag mal, das wäre ja na klar sehr realistisch, wenn man klar solche Plantagen im Winter ausstellt, dass sie dann nicht produzieren. Weil, ne, das ist ja in der Realität so. Und vor allen Dingen, ja, sag ich mal, die Ernte wäre ja eigentlich auch mehr so im Herbst. Ja. Oder? Ja, doch, Herbst. Herbst wäre so der geeignete Zeitpunkt. Lass mal gucken. Ich habe das jetzt irgendwo gesehen. Man kann das auf jeden Fall einstellen, habe ich gesehen. Irgendeine Dokumentation oder so, weiß ich gar nicht, wo das war. Auf jeden Fall kann man das einstellen, dass also die Produktion, also im Sommer oder im Herbst oder im Frühjahr, Winter, je nachdem, kann man da eine Produktionsmenge angeben. Ganz interessant, dass es geht. Das ist, ja, sehr nice. Achso, mal gucken, haben wir denn hier Honig? Haben wir denn hier eigentlich Honig? Oh ja, sogar 3 Paletten Honig. Ja, altes Schwedelchen. Oh, entdeckt hier alles, was wir haben, hier rausholen. So. Dann gehen wir mal direkt hier weiter. Wie viele Paletten haben wir hier? Oh, hier haben wir nur eine. Oh, da haben wir nicht viel. So, dann gehen wir mal hier hin. So, Bienen und dann hier Honig. Aber immerhin. Allmählich. Wird's mehr, ja? Vor allen Dingen müssen wir mal die Schnapsbrennerei mal hier ans Laufen kriegen. Vor allen Dingen ans Laufen. Sie läuft weg, ne? Also, in Arbeit bekommen. Oh. Ja, mach doch die Augen auf. Ey, sag mal, Shell, siehst du die Laterne da nicht? Mein Gott, wer hat denn diese dämische Laterne hingesetzt? So, kann ich die jetzt wegmachen hier? Ja, oh. Nein, 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 nein. Ich will nicht die Mosterei wegmachen. Ich wollte nur den Laternenmaster wegmachen. Ah. So, liebe Freunde. Gebt fein acht. Der Andy, der hat euch etwas mitgebracht. So. Ein bisschen Obst hat euch mitgebracht. Ein bisschen Obst. So. B, Z. So, sehr schön. So. Achso, können wir schon mal wieder U machen. So, dann machen wir mal B. So, U, B. So, dann wieder Z. Sehr schön. Und dann wieder U. So, jetzt haben wir wieder alle Paletten hier drauf. Wunderbar. Haben wir auf jeden Fall hier schon mal wieder ein bisschen Öbstli. Kann man hier gucken, wo wir hier sind, weil, ne, wo wir hier die Produktion besucht haben, haben wir nämlich hier nämlich nicht geguckt, was dann hier noch so alles eingelagert ist. Und wie wir sehen, haben wir hier ein bisschen Säftle. Ah, ein bisschen Säftle haben wir hier noch. Ja, alter Schwede. Du glaubst es ja nicht. Du glaubst es ja nicht. Wir haben hier Apfelsaft, Birnensaft, alles da. Unglaublich. Können wir auch mitnehmen hier. Also, ne, wenn wir ja schon mal hier sind. Mein Gott, die Tour lohnt sich auch mal hier. Achso, da geht nichts mehr, okay. Ja, Tomatensaft haben wir auch noch nicht, weil wir noch keine Tomaten hingebracht haben, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. So. Ja, aller guten Dinge sind, mal von der anderen Seite hier reinzufahren, oder hier war das? So. Fahren wir mal hier rein. Summ, summ, summ. Bienchen rumherum. So. Ah. Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Jetzt habe ich schon den Anhänger hier nicht dran. Den Anhänger? Jetzt komme ich hier trotzdem nicht hier durch. Ah ja, echt schlecht. Echt schlecht. So. Jetzt wollen wir mal hier gucken. Ich glaube, hier konnte man auch irgendwie die Paletten ein- oder auslagern. Das nicht hier auch? War ja nicht auch ein Trigger? Wo meinst du? So, irgendwo war da hier noch ein Trigger.
So, Apfelsaft. Ah, nee, Pflaumensaft war hier noch eine Palette. So, haben wir dann auch. So, Tomatensaft, haben wir nichts. Okay, Karottensaft haben wir da klar auch nicht, weil wir da gar keine Karotten geerntet haben. So. Haben wir das auch. Sehr schön. So. Dann wollen wir mal hier weiterfahren. So, haben wir da Platz für 8 Paletten. Hiss Maria, ey. Oh, jetzt habe ich hier eine Ladung hier zusammengestellt, ey. Honig und Säftle und, ach, Pellets. So. Wollen wir mal gucken hier. Wollen wir damit mal zurück zum Lager jetzt hier fahren. Ich glaube, hier rum kommen wir hier irgendwie ganz gut hin, oder? Au, 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 au. Ich glaube, ich habe die Straße irgendwie verfehlt. Jetzt sind wir mitten auf dem Feld. Das war jetzt nicht so geschickt. Aha. Ja, das ist im Winter nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn es keinen Winterdienst gibt. Oh. Freunde der Sonne. Es wird Zeit, dass es heiß wird. Ab jede Tee. Auf geht's zum Lager. Hier haben wir noch ein bisschen Hopfen. Aber bei mir ist sowieso Hopfen und Malz verloren, also von daher bringt da doch nicht viel. Ach Moment, wir wollten doch noch über den Hof fahren. Genau, da war doch noch was. Wir haben noch Platz für 4 Paletten. Können wir noch eben schnell über den Hof fahren. Können wir vom Hof aus dann... nein, nicht in den Garten! Nein! Ich will nicht in den Garten! Oh, Gott sei Dank nicht. Haben wir doch mal wieder eilig hier. So, jetzt aber. Heute wieder sehr... ja... eilig gehabt. Ja, bald in die Hose gegangen. Er ist ja fast in irgendeinem Vorgarten da gelandet. Der wäre ja sehr, sehr geschickt gewesen. Hat wieder toll eingefädelt. Oh. Dann kriegen wir mal 22 Millionen zusammen. Da fehlt nicht mehr viel. Noch ein paar Euros. Noch ein paar Euros fehlen. Noch mal 22 Millionen am Konto. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 22 Millionen Euro. Mein Gott, ey, was würde ich damit machen? 22 Millionen Euro. Das wäre schon nicht schlecht. So. Gehst du mir jetzt mal hier aus der Latüchte hier. Ja, blink, blink, blink. Ist ja alles schön. Oh Gott, hier muss auch mal wieder Kartonpalette hin. Oh. Ja, egal. So, oh Wahnsinn. 4 Paletten Eier hier. 4 Paletten Eier, Freunde. Das sind ja mal echt... Oh, das ist ja fast wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja. Oh, hier muss auch Kartonpalette hin. Aber ich glaube, wir wollten auch damit umziehen. Dass wir jetzt alles zentral haben, die Tiere. So. Aber naja. So, mal gucken. Welche Paletten habe ich gesagt, gehen hier drauf? Oh Gott. Super. Wenn wir nochmal hier hinkommen. Na egal. Egal. Na egal, ist 69. Ist es links rum, rechts rum oder keine Ahnung rum. Irgendwo ist immer was. So. Hä? Warum habe ich denn hier keinen Trigger? Hallo? Oh, Bienenstöckchen. So, Honig. Aha. Da haben wir noch nichts hier. Das ist ja mal eine sehr sparsame Produktion hier. Gut, wir haben Winter, logischerweise. Ne? Im Winter sind die Bienchen ja nicht so aktiv. Da machen die ja mehr Winterschlaf.
Aber hier ist noch nichts zustande gekommen. Also, mein Gott, also. Kann ich mal sagen. Doch, hier ist eine Palette. Eine Palette Honig haben wir hier. Ist ja Wahnsinn. Ist ja echt irre hier. So, dann wollen wir mal gucken, wie viele Schweine haben wir denn hier. In unserem schweinischen Paradies hier. 2048. Halle Julia. 2048. So, dann haben wir hier so einen kleinen Strich hier an der Seite. Da können wir mal hier gucken, ob wir etwas älter haben, weil das sind hier alles junge Schweine. Ein Jahr. 1,1 Jahre, 1,2 Jahre, 1,3, 1,7, oh, 1,8. Dann wird's wieder kleiner. Halle Julia. Alter, es wird Zeit, das hier mal. Wutzis, ist euch nicht kalt? Geht doch mal rein, ey, Alter! Mann, ey. Jetzt sei doch mal echt hart drauf, ey. Muss ich mal sagen. Oder? Was sagt ihr dazu? Da Miss Piggy und Co., ey. Sind wir mal hart drauf, ey. Aber wir haben ja mittlerweile 4 Grad draußen, also von daher. Wäre jetzt mal schön, wenn die Bodentemperatur auch mal steigen würde. Wäre schon echt ein Hit, ey. So. Jetzt haben wir hier alles Mögliche drauf. Also Honig sollte Lebensmittel sein. Dann haben wir Säfte drauf. Das sollte Getränke sein. Und dann haben wir noch Pellets drauf. Oh, das ist eine geile Kombi, die ich hier geladen habe. Aber egal. Aber wir könnten auch gleich noch hier nochmal eine Runde hier zum Schlachter fahren. Apropos Schlachter. Können wir noch mal was hinbringen. Braucht er vielleicht ein bisschen Papier und Karton und so. Und hast du nicht gesehen? Ein bisschen Leerpalette und Karton kann er gebrauchen. Okay, wie viele Paletten haben wir hier? Also hier sind noch 521.000 Liter von Kühen drin, also. Aber immerhin, 13 Paletten Wurst, 19 Paletten Rindfleisch. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Eine Runde Samba tanzen. Wäre ich überhaupt gar nicht in der Lage. Ich glaube, nach 30 Sekunden Samba tanzen wäre ich schon stehend K.O. Würde schon eine Luft schnappen. Ich habe gar keine Kondition mehr. Oh, nothing mehr. Also, so. Ah, Moment. Wir sind hier vorne schon direkt hier schon Eierproduktion. So, aber die Eier stehen oben, das ist schlecht. Die wird er nicht annehmen. Oh. So. Da vorne haben wir schon mal. Ach, da fällt mir alles wieder ein, was ich in letzter Zeit nicht vergessen habe. In der Brauerei können wir auch noch ein bisschen was rausholen. So, Moment. Das erste ist jetzt hier Obst oder Getränke? Getränk. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, also. So, das heißt, wir können den Rest jetzt wieder aufladen. Wunderbar, sehr schön. Was haben wir denn da noch drin alles? So, Pflaumensaft, Tomatensaft, Karottensaft haben wir nicht. Apfelsaft, Birnensaft, Kirschsaft, Korn, Obst oder Whisky. Bierkiste, Bierfass und Wodka. Was haben wir hier noch? Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl wird es nicht geben. Sojamilch und Hafermilch. Ah, okay. In welcher Produktion wird das denn hergestellt? Weiß das einer von euch? Schreibt es mir noch bitte mal unten in die Kommentare. Ich denke daran. Weil, ne, Sojamilch möchte ich auch gerne haben. Und, ja.
So, jetzt müssen wir eben schnell in die Lebensmittelproduktion, ins Lebensmittellager. So, einmal hier hin. Lebensmittel. So. Weil hier kriegen wir nämlich, glaube ich, den Honig rein. So. Einmal U, einmal B, einmal Z. Dann können wir hier wieder U drücken. Sehr schön. So, dann können wir wieder einmal hier rumfahren. Sehr schön, sehr schön. So. So, fahren wir einmal so rum. Wieder U drücken und dann fahren wir jetzt hier rein und laden auch das mal. Jo, da war ein Poller im Weg, hast du nicht gesehen? Der steht erst seit gestern da, der ist ganz neu. Der ist vollkommen neu, ey. Wie konnte ich den dann übersehen? Ey? Der ist so neu, muss man doch eigentlich sehen. Also, mein Gott, und dann auch gelb-schwarz gefärbt. Sehr auffallend, aber nein. Nein. Nicht der Andy. Der Andy, der sieht gar nichts. Der ist so blind wie ein Fisch, ey. Selbst Fische sehen auch besser als er. So. So, mal U an. So, mal eben schnell gucken. Ah, das war jetzt das Falsche. So. Ich wollte eigentlich. Doch, ist richtig. So, Schlachterei, wo haben wir sie? Schlachterei. Schlachter hier. Jetzt los. Ja, war mal müde. Kenne ich ja gar nicht von mir. So. Das heißt, hier bräuchten wir 33 Paletten und hier bräuchten wir. Würde ich sagen, nehmen wir 20 Paletten von beiden. Dann haben wir auf jeden Fall dann schon mal ganz gut geregelt, dass es da die Produktion weiterläuft. So, Leerpalette, 20 Stück. Erzeugen. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So, und dann Kartonpalette. So, einmal. 18 und 1 und 2 macht 20. Sehr schön. So, haben wir jetzt alle geladen. Hä? Kommt das denn nicht? Warum nimmt der die denn nicht? Schauen wir mal alles, ne? Ja. Gut. Auf geht's zur Schlachterei damit. So. Auf geht's zum Schlachter damit. Ja. Dann müssen wir gleich noch einmal eben schnell zum Hof. Die Folge schon wieder überziehen. Oh Gott, ne. Mittlerweile habe ich das mit dem Überziehen, oder? So. Einmal hier rum. Ach, die Bäckerei. Ja, die Bäckerei. Gucken wir schon nächste Woche mal. Ne? Also im Laufe der Woche denn jetzt. Denn ab Dienstag kommt mal wieder dann Folgen. Ab Dienstag gibt es dann Folgen. So, jetzt sind wir doch gleich da. Das sieht man doch gleich schon beim Schlachter. Sieht doch schon mal gut aus. Und ich brauche einen Kaffee. Ich brauche dringendsten Kaffee. So. Ich würde sagen, einmal mit dir hier abladen. Jetzt sind da noch zwei verschiedene Träger. Ne, ernsthaft? Och. Ich krieg die Krise hier, wirklich. So. Ah,
Da war die Folge halt wieder zu Ende. So. Sind da den Teil, aber nicht den Teil? Oh, das ist da on the, wirklich. Das ist ja auch geil. So. Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch verabschieden am heutigen Samstag. Das war's schon wieder. Unglaublich. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Freut euch drauf. Vielleicht seht ihr mich heute Abend live. An einem Samstag, ja, an einem Samstag. Samstagnachmittag. Könnte sein, dass ich da online komme. Und bis dahin wünsche ich euch na klar erstmal eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende bis dahin erst nochmal. Und ja, ansonsten Dienstag geht's weiter. Ansonsten morgen im Milliardenprojekt von der Kaumwelt und sollte der Neujahr auf meinem Kanal sein. Ihr wisst, ein Abo und ein Däumchen, das wäre ein Träumchen. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus und bye bye.